Moin, moin, Leute, herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück in diesem Wissensvideo. Heute kümmern wir uns um Umkehrschub, also um die Frage, was das eigentlich ist, warum man es einbaut und wie es funktioniert. Viel Spaß! Der Umkehrschub ist, wie der Name schon sagt, eine Umkehrung des Schubs, sowohl bei Strahltriebwerken oder auch bei Turboprops. Das hatten wir im letzten Video. Aber warum muss man den Schub denn überhaupt umkehren? Eigentlich ist die Antwort auf diese Frage ziemlich simpel, und zwar deswegen, weil man es kann. Das klingt ziemlich dämlich, aber der erste Grundsatz davon ist tatsächlich genau der. Man hat es ausprobiert und festgestellt, dass es funktioniert. Außerdem kam man irgendwann auf den Trichter, dass der Umkehrschub, neben der Tatsache, dass er den Schub nach vorne umlenkt, natürlich auch eine Bremswirkung erzeugt, die je nachdem, wie stark das Triebwerk ist, erheblich sein kann. Man ist also in der Lage, mit dem Umkehrschub die Bremsen des Flugzeugs wesentlich zu entlasten, und das ist der Hauptgrund, warum er eingesetzt wird. Man könnte zwar natürlich auch komplett mit den Radbremsen des Flugzeugs verlangsamen, das hätte allerdings vor allen Dingen bei großen Flugzeugen, die möglicherweise schneller anfliegen, einer 747 oder einem A380 zum Beispiel, die Folge, dass die Bremsen extrem schnell verschleißen. Stellt euch einfach mal die gigantischen Kräfte vor, die eine solche Bremse aushalten muss, wenn sie 250 Tonnen Flugzeuggewicht innerhalb von 3 Kilometern zum Stehen bringen soll. Einerseits gibt es da natürlich eine gigantische Hitzeentwicklung und andererseits führt das natürlich zu einem enormen Verschleiß, deutlich schneller, als wenn man die Bremse entlasten würde. Und genau aus diesem Grund hat man sich den Umkehrschub einfallen lassen, der trägt nämlich vor allen Dingen in hohen Geschwindigkeitsbereichen erheblich zur Verlangsamung des Flugzeugs bei, was dazu führt, dass man die Bremsen entlasten und den Verschleiß verringern kann. Wie das Ganze funktioniert, ist ebenfalls recht einfach. Man möchte also diesen Schub, der hier in diesem Fall durch den Turbojet strömt, umlenken, um damit dafür zu sorgen, dass er nach vorne strömt und eine Bremswirkung erzeugt. Der Schub kann natürlich nur dann umgelenkt werden, wenn man ihm gewisse Gegenstände, also Hindernisse, in den Weg stellt. Im Falle von solchen Turbojets hier, wir nehmen einfach mal als Beispiel die Boeing 737-200, man kann aber zum Beispiel auch frühe Turbofans nehmen, bei denen ist das nämlich genauso gelöst, hat man sich Klappen einfallen lassen, die am Ende des Abgasstrahls in genau diesen hineinfahren. Die 737-200 und auch die MD-80 habe ich deswegen genommen, weil man die Schubumkehr bei diesen beiden Flugzeugen sehr gut beobachten kann. Wir haben hier hinten auf den Triebwerken zwei Klappen drauf und das, was die machen, ist ebenfalls ganz einfach erklärt. Sie fahren von oben und unten in den Abgasstrahl hinein, blockieren damit die Gasstromrichtung nach hinten und sorgen gleichzeitig dafür, dass er nach vorne umgelenkt wird. Und genau das ist das, was einen Umkehrschub ausmacht. Umlenkung des Schubs nach vorne, um damit eine Bremswirkung zu erzeugen. Bei Turbojet-Triebwerken wird das eigentlich fast nur so gemacht. Man fährt Klappen in den Abgasstrahl und das bedingt natürlich, dass diese nicht nur sehr hitzebeständig, sondern auch druckresistent sein müssen, denn die Gase kommen da nicht nur mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, sondern vor allen Dingen auch mit sehr hohen Temperaturen hinten rausgeschossen und treffen dann direkt auf diese Umleitbleche oder, wie ich sie nenne, Klappen. Bei frühen Turbofan-Engines setzt man die Schubumkehr in der Regel genauso um, denn das Nebenstromverhältnis ist so klein, dass man es eigentlich kaum für die Schubumkehr nutzen könnte. Bei moderneren Turbofans, also bei denen mit einem höheren oder sehr hohen Nebenstromverhältnis, hat man sich aber eine andere Lösung einfallen lassen und zu der kommen wir jetzt. Wenn wir jetzt also einen riesigen Fan vor unser Triebwerk setzen und damit keinen Turbojet, sondern einen Turbofan erzeugen, dann haben wir hier natürlich eine Prinzipsänderung. Falls euch interessiert, wie genau diese Prinzipsänderung aussieht und wie sie sich auswirkt, dann solltet ihr mein Video zu Jet Engines schauen, da habe ich nämlich genau das erklärt. Ist vielleicht auch deswegen ganz interessant, weil diese Prinzipsänderung in diesem Fall wesentlich wird. In diesem Fall also, wenn wir kein Turbojet, sondern ein Turbofan-Triebwerk haben, ist nicht mehr das Kerntriebwerk, der ehemalige Turbojet, sondern der Fan, also der durch ihn erzeugte riesige Luftstrom, für den Vortrieb verantwortlich. In der Regel sind diese Triebwerke dann auch noch ziemlich groß, was einfach durch den riesigen Nebenstrom bedingt ist, wodurch man nicht mehr einfach so Klappen in den gesamten Abgas- oder Luftstrahl fahren kann. Man könnte zwar Klappen in den Abgasstrahl der Kernturbine stellen, allerdings würde das kaum noch etwas bringen, da die Kernturbine hauptsächlich für den Antrieb des Fans zuständig ist und kaum noch Schub liefert. Viel sinnvoller wäre es da doch, wenn wir Klappen in den Nebenstrom setzen würden, denn der erzeugt ja den Hauptschub und wenn wir ihn umlenken, erzeugen wir also einen Hauptumkehrschub.
Und genau das ist es, was man bei solchen Triebwerken umsetzt. Der Umkehrschub bei modernen Turbofan-Engines funktioniert nur noch durch Umlenkung des Nebenstroms und nicht mehr durch Umlenkung des gesamten Gasstrahls. Bei den meisten modernen Triebwerken wird das so umgesetzt, dass ein kleiner Teil der hinteren Triebwerksverkleidung nach hinten wegfährt. Das führt dazu, dass kleine Plättchen in den Hauptluftstrom, also den Nebenstrom, geleitet werden und diesen durch die entstehende Lücke nach außen und vor allen Dingen nach vorne umleiten. Der dadurch erzeugte Umkehrschub ist natürlich viel größer als der des Kerntriebwerks, aber es ist ja auch der größte Anteil des Schubs, nämlich der des Fans. Diese Bauweise hat aber noch weitere Vorteile. Der erste Vorteil besteht darin, dass diese Klappen nicht mehr hitzebeständig sein müssen, denn die fahren ja nicht in irgendwelche heißen Abgassträhle von Kernturbinen rein, sondern nur in den Nebenstrom. Der wird ja nicht erwärmt oder sonst irgendwie erhitzt und deswegen ist er recht kühl. Der zweite Vorteil besteht darin, dass die kleinen Klappen im Nebenstrom nicht mehr so druckdicht sein müssten, als würde man sie in den Abgasstrahl fahren. Das hat natürlich damit zu tun, dass der Abgasstrahl in einem Turbojet-Engine deutlich stärker beschleunigt wurde und deswegen am Ende auch höhere Geschwindigkeiten erreicht hat, die von den Klappen im Gasstrahl abgefedert werden mussten. In diesem Fall beim Turbofan-Engine ist das nicht mehr so stark ausgeprägt. Der Luftstrom um das Kerntriebwerk herum ist zwar erheblich größer, allerdings auch erheblich langsamer. Die kleinen Klappen, die in diesen Nebenstrom hineingefahren werden, müssen also bei weitem nicht so druckresistent sein wie die, die man in den Abgasstrahl von einem Turbojet hineinfährt. Und am Ende nochmal eine kurze Zusammenfassung von all dem, was ich gerade eben lang und breit erklärt habe. Der Umkehrschub beschreibt die Umlenkung des Schubs eines Triebwerks, der normalerweise ja nach hinten erzeugt wird, nach vorne. Das wird in der Regel durch Klappen gewährleistet, die entweder in den gesamten Abgasstrahl, so wie bei Turbojets, oder in den Nebenstrom, so wie bei Turbofans, gefahren werden. Das Prinzip dabei ist allerdings immer dasselbe. Der Schub soll nach vorne umgelenkt werden, um damit vor allen Dingen bei höheren Geschwindigkeitsbereichen eine Bremswirkung nach vorne zu erzeugen. Diese Bremswirkung nach vorne kann man natürlich dazu nutzen, um das Flugzeug zu verlangsamen, was auch der Haupteinsatzgrund ist. Aber Menschen wären nicht Menschen, wenn sie nicht weitere interessante Möglichkeiten geschaffen hätten, den Umkehrschub einzusetzen. Neben der primären Funktion als Bremse kann man ihn zum Beispiel dafür benutzen, um rückwärts zu fahren, was in den USA bis in die 1980er Jahre hinein gängige Praxis war. Beim sogenannten Powerback wird also der Umkehrschub der Triebwerke dazu verwendet, das Flugzeug aus eigener Kraft rückwärts vom Gate wegfahren zu lassen. Das hat natürlich den Vorteil, dass man keinen Schlepper mehr braucht, kann aber auch Nachteile haben. Einerseits besteht der Nachteil darin, dass das Triebwerk die ganze Zeit Sprit verbraucht und das nicht unerheblich, denn es muss ja auf Leistung gebracht werden, um rückwärts zu rollen. Und andererseits könnte es vorkommen, dass der Umkehrschub Dreck oder andere Partikel auf dem Boden in Bewegung setzt, denn er pustet ja stark nach vorne, die dann vom Triebwerk selbst eingesogen werden könnten. Und schlussendlich gibt es noch den gravierendsten Nachteil, nämlich den, dass man nach hinten einfach nicht sieht. Man weiß nicht, wo man hinfährt. Und wenn man bremst, kann es passieren, dass das Flugzeug hinten überkippt und aufs Heck fällt. Und das alles sind Gründe, warum der Powerback in heutiger Zeit nicht mehr verwendet wird. Ein weiterer Verwendungszweck des Umkehrschubs liegt darin, ihn in der Luft einzuschalten, um damit extreme Sinkraten zu erreichen. Bei modernen Passagierflugzeugen wird diese Funktion in der Regel durch die Elektronik oder durch eine Mechanik blockiert. Denn den Umkehrschub in der Luft auszufahren, ist in der Regel überhaupt keine gute Idee. Bei der Douglas DC-8 allerdings war es ein fester Bestandteil des Flugzeugs, dass man den Umkehrschub, und zwar mit entsprechendem Training der Piloten, auch für den Sinkflug nutzen konnte, was sich allerdings heutzutage wahrscheinlich kaum noch jemand wirklich vorstellen kann. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch den Umkehrschub ein wenig näher bringen. Wenn das so war, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo natürlich riesig freuen. Am besten wäre beides. Und bitte vergesst nicht, dass ihr diejenigen seid, die diesen Kanal hier überhaupt erst am Laufen erhalten. Wenn ihr also auch in Zukunft solche informativen Wissensvideos, Livestreams, News oder andere Videos zu Flugsimulationen sehen wollt, dann wäre eine Spende über Typestream, Patreon oder eine Kanalmitgliedschaft vielleicht genau das Richtige für euch, denn damit stellt ihr sicher, dass ich auch in Zukunft hochqualitative Videos produzieren kann. Sollte euch aber nicht gefallen haben, was ihr hier seht, dann interessiert mich natürlich ebenfalls brennend, warum das so ist. Gebt dem Video also bitte nicht einfach nur einen Daumen runter, sondern schreibt mir in die Kommentare auf dem Discord oder per Mail, was genau euch nicht gefallen hat, denn nur mit eurer Hilfe kann ich es beim nächsten Mal besser machen.
Wir sehen uns jetzt im nächsten Livestream oder im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen sonnigen und warmen Tag und sage auf Wiedersehen, macht's gut.